wissen ja, wir haben darüber schon früher gesprochen, dass wir das nicht in Ordnung finden, was da abläuft. Und deswegen werden wir das veröffentlichen, das wird in den Medien erscheinen. Ja. Und das ist das Einzige, was wir jetzt im Moment machen können, weil die Justiz hat voll versagt. Ja gut, da haben wir darüber diskutiert. Wir haben auch mit meiner Frau gestern gesprochen. Sie sagen zwar, sie können da nichts machen, sie stützen sich auf das Gesetz, aber wenn das Gesetz versagt, wenn die Justiz versagt und eine Mutter mit 9 Kindern und einem Säugling vom Säugling quasi getrennt wird, das finden wir nicht in Ordnung und das wird Konsequenzen haben. Ja. Müssen Sie natürlich auch verstehen. Ne? Ich verstehe Sie vollkommen. Und Sie machen jetzt Ihren Job und möchten meine Frau haben? Nein, jetzt geht es nicht. Wird jetzt nicht tun. Da wir keine Schuld bei uns sehen, sind wir einfach nicht bereit, die 30 Euro zu bezahlen. Es geht hier nicht um die Summe, es geht hier nicht um sonst was. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip, ja. Okay. Weil halt die Justiz in dem Moment versagt und das Recht wird einfach verdreht und anstatt die Rechte, die Menschenrechte zu garantieren, wird genau das Gegenteil gemacht. Ja, okay. Alles klar. Herr Manns, ich habe Ihre Frau auch schon gesagt. Ja. Die Sache ist dann natürlich nicht erledigt. Ne? Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall Ihre Frau, solange wie der Säugling noch da ist, oder noch das Kind als Säugling da ist und Ihre Frau stillt, Ihre Frau jetzt also nicht mitnehmen. Okay, das ist sehr vernünftig. Dann müsste ich das auch unter Zwang machen und das möchte ich jetzt hier nicht. Das ist. Ja. Ja. Gerade auch vor den Kindern. Das würde den Rahmen sprengen. Also. Genau. Machen Sie mal darauf aufmerksam, dass die Sache nicht erledigt ist. Also die Staatsanwaltschaft möchte also, dass die Sache irgendwann aus der Welt geschafft wird. Ne? Das heißt, sie wird natürlich irgendwann wiederkommen, ne? Um die Sache zu vollstrecken. Also wenn die Herren es für notwendig halten, diese Sache durchzuziehen, dann werden sie auch entsprechend mit Konsequenzen rechnen müssen. Und, das müssen die selber dann entscheiden. Ne? Gut. Ja, die Entscheidung liegt letztendlich nicht bei mir. Ja. Ne? Ich kann das nicht beurteilen. Ne? Ja. Beziehungsweise entscheiden. Da ist das Urteil woanders gefällt worden. Genau. Ich führe nur aus. Okay. Okay?